Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei LS19 zu einer weiteren Folge Forst auf der Karte Dark Forest. Und hier wird es heute weitergehen. Wir haben ja beim letzten Mal angefangen, die Straße zu bauen oder freizuschneiden. Und wie ihr seht, mittlerweile haben wir auch schon ein kleines Stückchen fertig. Jetzt fängt an, die Straße einen kleinen Knick zu machen, um Richtung Tankstelle zu gehen. Werden wir uns jetzt hier so durcharbeiten, um hier hinzukommen. An der Tankstelle werden wir uns auch eine kleine Fläche freimachen für unseren Hof, wo wir Hackschnitzel lagern. Aktuell lagere ich hier gerade Hackschnitzel ein. Das sind jetzt so, ja, 150, 180.000 Liter. Dort werden wir die ganzen Hackschnitzel hinkippen. Erstmal und auf ein vernünftiges Angebot warten. Da ich kein Geld habe, um mir großartige Silos zu stellen, dachte ich mir einfach, wir machen das einfach mal so. Wir lagern sie da ein. Und je dichter wir ans Sägewerk kommen, werden wir nachher auch mal anfangen, Langholz zu verkaufen. So, rein ins gute Ding. Habe jetzt auch noch ein paar Sachen noch am Mods mit draufgenommen. Also wir haben alles, was so für Forst zuständig ist, ne? Die Skidder, die Sachen haben wir drauf. Das werden wir auch alles Stück für Stück hier antesten. Hier hinten den von MF. Und da wir ja auch ein bisschen bauen tun auf der Straße, habe ich mir natürlich auch nicht nehmen lassen, die Bagger reinzunehmen, die Raupe reinzunehmen. Ja, ich weiß gar nicht, was bei der Raupe alles an Anbauteile ist. Das werden wir uns mal immer angucken. Bei Bagger wissen wir es ja. Ah, da ist das für die Raupe. Nur siehst du. Schmales Schild. Ne, zwei breite Schilder. Achso, mit dem Schild kannst du neue Felder anlegen und das ist vom Silo schieben. Ja. Das ist auf jeden Fall gerade Sache hier, ne? Diese möchten auf jeden Fall eine schöne Straße vom Shop bis zum Sägewerk bauen. Das ist jetzt erstmal der erste Auftrag, bevor wir ringsrum anfangen, eine Straße auf der Karte zu bauen mit kleinen Einbuchten, denn es sollen demnächst die ersten Häuser entstehen. Darauf werden wir die nächsten Wochen hinarbeiten. Im nächsten Jahr sollen auch schon die ersten Felder fertig sein, also noch einiges zu tun hier. Also würde ich mal sagen, verlieren wir keine Zeit und wir forschen einfach drauf weiter, ne? Wird natürlich viel dasselbe sein, aber andersrum, dafür ist Forst ja da, ne? Um Bäume zu fällen. Ah, passt das noch? Ja. Ich muss mich vernünftig hinstellen hier. Und wenn man ein Stück daneben geht, ist nicht schlimm, das schneiden wir klein und schmeißen mit der Hand rein. Ich muss jetzt den richtigen Winkel hinbekommen, mitten hinstellen, so wie ich das auch bei den Jens Häcksler hingekriegt habe. Müssen wir das hier auch noch hinbekommen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja noch ein paar Bäume vor uns, bevor wir das nicht. Bevor wir fertig sind. Und da es Forst ist, soll es ja auch eine Weile gehen. Ne? Wollen wir auch nicht von heute auf morgen fertig sein. Wie gesagt, ich forste jetzt auch wirklich nur die Bäume weg, erstmal für die Straße. Alles andere kommt nachher, dann will ich auf jeden Fall diese ganzen John Deere-Gerätschaften mal nutzen. Ja, einfach mal alles ein bisschen ausprobieren hier, ne? Den nehmen wir noch mit weg. Die 150 Kurve rumbesetzen können.
werde natürlich zwischendurch offline ein bisschen ein paar Bäume hier fällen, so wie ich jetzt auf der Ellerbach zum Beispiel das Pflügen offline machen werde, damit wir halt auch ein bisschen Fortschritt auf der Karte bekommen, ne? Oh, das war klar. Wäre ja langweilig, wenn wir jetzt 20 Folgen damit nur beschäftigt sind, diese Straße zu bauen. Aber wir bekommen da schon alles hin. Aber andersrum, dafür ist es ja Forst, ne? Ist natürlich logisch, dass es alles ein bisschen langwieriger ist. Funktioniert? Nein, jetzt geht in der Linke vorbei. Schieben runter, los, rutsch. Wir halbieren die mal, macht sich vielleicht besser, sonst wird es hier ein bisschen eng mit den Bäumen. Widerspenstig, die Sau. Die hat auch nicht widerspenstig zu sein, die hat da reinzufahren. Nur die Anhänger antitschen, naja, passiert. Ne? Sind ja Baufahrzeuge, da kann das mal passieren. Mal Lackschaden reinkommt durch den Antitschen. Das blöde hingefallene Ding. Gucken, ob ich da irgendwie ein bisschen weggezogen bin, wenn ich nur den kleinen schneide. Ach, geht doch. Mies wäre, wenn er jetzt zurückholt. Ja, es war keine große Vorsorge, die wir aktuell haben, aber das wird sich demnächst alles ändern, so Stück für Stück. Bloß wie gesagt, ich will die Hackschnitte jetzt auch nicht für einen Apfel und Ei verscheuern. Ich möchte halt auch überall mal so ein paar kleine Lager mit Hackschnitzel anschaffen, ein paar Baumlager anschaffen, wo die Bäume gestapelt liegen und sowas, das soll. Soll halt immer noch aussehen wie die Forstkarte, auch wenn sie nachher umgebaut ist. Aber da werden, denke ich mal, so locker so 200-300 Stunden hier noch drauf gehen auf der Karte. Bis wir überhaupt ein kleines System oder bis man richtig was erkennt auf der Karte, aber... Ja, und dafür machen wir es ja, ne? Das ist ja nun mal Forst, das dauert nun mal alles ein bisschen. Natürlich, wenn wir demnächst zu zweit drauf arbeiten, zu zweit oder zu dritt geht das natürlich... Rocky Zucki, das kennen wir ja schon von der Pacific Logging auf dem 17er. Wo wir rein forst, dass wir dann den Ruckzuck für Flächen frei hatten. So, zack, fertig. Mm-hmm.
schon mal so ein bisschen Vorarbeit mit dem Weg, damit ich schon mal genau weiß, wo wir lang gehen müssen. Da ist doch schon die Tankstelle. Oh, ich habe immer noch zwei Folgen oder wir sind offline, dann sind wir schon mal definitiv an der Tankstelle angekommen. Oh, jetzt sehe ich wegen, wo ich lang fällen muss. Das bietet sich natürlich an. Nicht zumachen, aufmachen. Ich muss echt sagen, ich habe jetzt mal so ein bisschen auch auf YouTube rumgestöbert. Forst muss man echt sagen, machen wirklich sehr wenige. Ich weiß zwar nicht warum. Ob sie alles nicht können, ob sie Angst haben, das guckt keiner, weil es halt so eintönig ist. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist wirklich ganz wenige, die sich mal irgendwie auf Forst spezialisieren. Da wird zwar vielleicht mal kurz auf der Karte geforstet, aber das ist auch nicht viel. Schon merkwürdig. Also ich muss von mir aus sagen, ich mache sehr gerne Forst. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, macht ihr gerne Forst oder nicht? Würde mich mal so interessieren, wer so gerne Forst macht. Wer es sich vielleicht auch nur anguckt, weil er selber darauf keinen Bock hat oder es nicht. Ich wollte sagen, schreiben mir auch viele, die können es nicht. Die kommen damit einfach nicht klar mit Forst. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, bin ich neugierig. Gut, ich meine, macht auch kein Mensch in Wirklichkeit so mit dem Harvester so gefahren. So, ob ich mir die Bäume jetzt alle am kompletten Rand verteile und die dann mit dem Frontlader hierher fahre, dann kann ich doch gleich so machen. Ein Arbeitsgang gespart und ein bisschen Zeit gespart. Und wir natürlich nachher auch direkte Forstplätze haben, wo wir dann das mit dem Skidder alles hinziehen, das soll. Das werden wir natürlich auch machen. Gut, das ist ja natürlich geil. Hättest zwei Harvester-Fahrer, drei mit einem Trecker und Anhänger, meinst du, wie schnell du da einen riesen Haufen hinten hingekippt hast? Als wenn man alles alleine macht. Aber naja, so ist es halt gerade.
Gut, von der Tankstelle bis zum Sägewerk ist natürlich ein etwas weiterer Weg. Den Weg werden wir uns natürlich auch schon vorher fertig machen, damit ich genau weiß, wo ich lang zu gehen habe. Das wird natürlich ein bisschen länger dauern, da werde ich definitiv offline viel fertig machen, dass wir die Straße fix fertig kriegen und uns dann aufs andere alles konzentrieren können. Ich glaube, ich muss den HWR den Schredder noch mal umsetzen. Den werden wir hier hinten pflanzen. Denke ich mal, macht hier am besten erstmal mal die Stuppen noch weg, damit ich da nicht gleich hängen bleibe. Weil wir wissen ja, wenn man es gleich immer wegmacht, dann hat man im Nachhinein nicht das ewige Gesuche nach den Stuppen und ist da stundenlang beschäftigt. Ihr kennt ja schon von der Pacific Logging. Ich sag ja nur, wo Uwe drauf losgefällt hat und er in Ewigkeiten beim Baumstuppen empfehlen war. Nicht Pacific Logging, über die Global Farm war das ja. Wo er stundenlang beim Stuppen empfehlen war. Da haben wir aber auch Bäume weggeknallt, aber das Thema hatten wir im Stream gehabt, ne? Das waren auch Zeiten. Was wir da an Bäume weggeknallt haben. Aber guck mal, liebe Freunde, damit sind wir auch am Ende von dieser Folge angekommen. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst doch wieder das Däumchen nach oben, da würde ich mich mega drüber freuen. Supportet mich, teilt die Videos gerne weiter und ja, lasst natürlich einen Kommi da. Wie gesagt, ich würde mal wissen, wer von euch macht gerne Forst, wer guckt lieber nur Forst, für wen ist Forst ganz und gar nichts. Ja, lasst mal einen Kommi da. Damit bin ich raus, wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.